Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Planet Coaster. Und ich habe mir so überlegt, ja, wir legen einfach mal jetzt einen neuen Park an und legen mal so richtig los. Und da habe ich mir diese Weltkugel betrachtet und was fällt mir da auf? Es gibt nichts, was irgendwie so halbwegs in nördlichen Gefilden ist. Und das ist ein bisschen ärgerlich, würde ich sagen, weil im Süden, da schwitzt man sich kaputt. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist in England, da regnet es die ganze Zeit. Oder wenn es dann hier geht, Richtung Sibirien so, also mehr oder weniger. Also Sibirien ist das noch nicht wirklich. Das sieht eigentlich ganz gut aus. First Fledgling Park. Was haben wir hier? In einem ausgetrockneten Flussbett. Das klingt natürlich auch nicht ganz uninteressant. Ein Salt Lake. Das ist schön mit Bäumen. Nehmen wir mal Salt Lake Valley. Ja, und damit starten wir unseren neuen Park. Seit dem letzten Video, was wir zu diesem Spiel gemacht haben, hat sich natürlich einiges getan. Und ich bin wie immer wieder eingerostet. Das kennt ihr ja schon, wenn zwischen den Videos so ein bisschen Zeit vergangen ist. Aber ihr nehmt mir das nicht krumm, das weiß ich. Ihr würdet niemals irgendwelche Kommentare schreiben, wie blöd ich bin. Nein, würdet ihr nicht. So, also, hier ist unser Park. Und das ist also jetzt eine Szenerie, wo wir auf einem bestehenden Park aufbauen müssen. Und dazu müssen wir natürlich erstmal einen Überblick verschaffen, was hier so alles Ambach ist. Wir haben hier unseren unseren Parkeingang. Den wollen wir nicht abreißen. Und 1000 Besucher im Park. Wir haben $120.000, die wir jetzt irgendwie ausgeben können. Parkmanagement bin ich nicht. Coming soon, okay. Und vielleicht ist es noch ein Park, wo wir gar nichts bauen können. Ich habe wieder Quatsch erzählt. Die Coaster sind jetzt freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich die damals freigeschaltet habe oder ob die jetzt wirklich drin sind. Und was ist denn hier das Thema? Das sieht ja so ein bisschen nach, nee. Ach so, das hier ist hier. Wir verfolgen euch. Wenn ihr den Müll nicht in die Dustbins werft, verfolgen wir euch. Und das hier ist, ja, vielleicht das Thema des Parks. Mal schauen. Wir gucken mal, was wir erstmal so alles haben hier. Das ist ja auch erstmal schön, das alles zu erkunden. Genauso wie ein Besucher. Wir können auch hier wirklich in die Besucherperspektive gehen und den Park auch so entdecken. Da haben wir hier zum Beispiel Chief Beef. Und ich muss ja sagen, diese Läden sind wirklich cool animiert. Und das Schöne ist bei denen hier auch, guck mal, die sind sogar 3D. Das heißt, da steht dann jemand drin wirklich und bedient. Und hier kommt die ganze Zeit diese Rollercoaster-Musik. Und Cosmic Cow. Also hier, Chief Beef und Cosmic Cow. Das ist direkt gegenüber. Merkwürdig. Können wir vielleicht ein bisschen optimieren. So, dann haben wir die ersten Fahrgeschäfte. Hier haben wir der fliegende Teppich-Achterbahn. Wir haben einen ganz großen Coaster hier hinten. Der geht einmal um den ganzen Park herum, fast. Das ist also ein Riesending. Guck mal hier. Da kann man sich auch ein bisschen Anregung holen. Und der ist auch verzwirbelt mit einem anderen Coaster. Das heißt, wenn der andere Coaster hier fährt, kriegt man das auch mit. Ja. Und es ist sogar hier richtig schön Szenerie reingebaut. Also hier mit den Palmen und so weiter da drin und den Bäumchen und den Steinen und da sind ziemlich viele Details gedacht worden. Das hier ist der große Coaster mit einer Warteschlange, die nach oben geht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Weiß gar nicht, ob man das dann so machen muss oder so. Alle Attraktionen sind mit Warteschlange ausgerüstet. Jetzt will ich aber mal ganz ehrlich sein mit euch. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass wir jetzt hier quasi in so ein gemachtes Nest gehen. Als ich das gerade ausgewählt habe, war das nicht in meinem Sinne. Deswegen würde ich ganz einfach sagen, ich bin ganz ehrlich. Wir gehen mal zurück zum Main-Menü und fangen wirklich wieder in der leeren Welt an, weil ich glaube, das ist letztlich das, wo wir am meisten Spaß mit haben werden. Aber wir haben jetzt mal eine kleine Anregung gesehen. Und Sandbox Field, das ist, glaube ich, das, wo wir auch zuletzt gespielt hatten. Garda ihm sein Park hier. Ein bisschen auf Mount Rushmore. Also es wäre halt cool, wenn die halt leer wären. Was ist das hier eigentlich? Coaster King. Coaster King Secret Lair.
Aber Sandbox Field war, glaube ich, das, was wir zuletzt auch hatten. Genau. So, ja, und dann würde ich ganz einfach sagen, dann fangen wir mit diesem Park wieder an und bauen erstmal wieder die Aorta. Jetzt weiß ich gar nicht, wo waren denn hier die Wege? Prop Science Video FX. Alter, guck mal, was für geile, Sachen man hier reinbauen kann. Das ist echt cool. So, Building, Facilities, Roofs, Walls, Wall Access, Building Attachments, Decorations, Wall Signs, Rides, Coasters, Scenery, Pass. Nehmen wir so lange das Pass-Schild. So, das Ganze soll natürlich eine Hauptaorta werden. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier auch... Die Lead-Mode ist noch nicht drin, das heißt, wir können nur bauen, sehr gut. Eine Hauptaorta sollte natürlich dann irgendwie 8 Meter breit sein. Ist jetzt ein bisschen das Blöde hier, dass man das hier jetzt, wenn ich das jetzt hier dran setze, sieht ein bisschen komisch aus. Deswegen würde ich das hier gerne löschen hier, aber... Geht halt noch nicht. Oder machen wir mal 6, dann ist es nicht so extrem. So, und dann natürlich ist, wenn es ein Park von mir wird, der muss natürlich wieder gerade sein. Jetzt wollte ich hier so eine Kreuzung hinsetzen. Das ist aber gar nicht mal so einfach. Immerhin, habe ich ganz gut geschätzt. So kommen wir ganz gut hin bis zum Parkende. Sehr gut. Dann gibt es halt den Dreieckspark jetzt hier bei mir. Ob das wohl passt? Nein, diesmal passt es nicht. Ist aber nicht schlimm. Soll ja nicht alles so ganz strack sein. Gut, also jetzt haben wir zumindest schon mal so eine Art anfängliches Aorta-System. Und jetzt würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir die ersten Attraktionen so platzieren, dass wir hier im hinteren Bereich große Coaster bauen können. Und vorne haben wir dann so ein bisschen übersichtlichere, kleinere Rides. Und da sind natürlich auch wieder ein paar dazugekommen. Zum Beispiel haben wir hier, was haben wir denn hier, Genie, das ist genau, das ist der fliegende Teppich, den bauen wir mal einfach. Aber der hat mir eben schon ganz gut gefallen. Und jetzt kann ich Rotation Snap, wie war denn das mit dem Rotieren? Ups. So. Hallo? Ist wieder das Problem, dass ich wieder nicht weiß, wie man frei rotieren kann. Ihr habt mir das natürlich erklärt und das stand auch irgendwo erklärt, aber ich bin natürlich wieder zu doof dazu. So mache ich rauf und runter. So drehe ich in die eine oder andere Richtung. Obwohl, in dem Fall, warte mal, haben wir ja auch hier die Hilfe. Und da haben wir die Placements, Rotate, mit der... Z-Taste, das ist in dem Fall die Y-Taste, ist da nicht richtig übersetzt. Und wir können auch so, können wir frei rotieren, wenn wir die Maus halt gedrückt lassen. Und dann können wir das hier ziemlich cool hier ransetzen. Würde ich mal sagen, setzen wir hier hin. Und jetzt brauchen wir einen Eingang. Der Eingang, da kennen wir ja schon, da müssen wir dann so ein Road richtig schön dran setzen. Da würde ich sagen, den Eingang setzen wir hier hin. Und den Ausgang setzen wir hier hin. Ausgang ist damit schon mal fertig. Jetzt müssen wir noch eine Queue anbauen. Die Queue bauen wir aus Pass. Queue. Und dann nehmen wir hier bei dem fliegenden Teppich halt das Blaue, weil das passt ja irgendwie dazu. Und dann machen wir daraus so eine... So eine Schlangenlinien-Queue. Und zwar so, dass die Zuschauer, dass die Fahrgäste, die künftigen potenziellen Fahrgäste dann auch schon mal sehen, was sie da erwarten wird. Mal gucken, ob wir das jetzt mit Drehen hinbekommen. Zum Y war es. So zum Beispiel. Genau. So, Ride Overview coming soon. Also sehen wir hier, Entrance können wir wegen Ride Camera, wir können da mitfahren.
Wir können einen initialen Test machen und dabei mitfahren. Oder auch nicht. So. Und da würde ich jetzt gerne mal wissen, ob das ein bisschen besser gelungen ist als im Konkurrenzprodukt. Und wir sehen, wir können hier sehr schön mitfahren. Also optisch sieht es auch wirklich, das muss man ja schon mal sagen, wirklich besser aus als das andere Spiel. Auch das andere Spiel werden wir uns auch nochmal angucken, weil ihr sehr da oft nachgefragt habt. Aber wir müssen natürlich dazu das Safe Game hätte ich gerne wieder. Oder wir fangen auch ein neues Spiel an. Aber das Problem ist halt, ohne... Ah, ich kann auch einen anderen reinsetzen, wie cool. Ohne das Safe Game ist es halt wieder ganz von vorn anfangen, ne? Aber wenn das für euch okay ist, dann machen wir das. So, jetzt haben wir die erste Attraktion drin und deswegen können wir auch, glaube ich, schon mal den Park eröffnen. Beziehungsweise ist der schon auf, ich weiß gar nicht. Building 1. Doch, da, 67 Gäste haben wir schon im Park, die eine Attraktion fahren wollen. Das heißt, wir brauchen jetzt mal ganz schnell noch eine weitere. Dann nehmen wir mal einen kleinen Ride hier. Den Hammer schwingen. Ja, das gefällt dem Olaf wieder. Ich glaube, der Olaf kommt sich auch häufiger mal falsch zitiert vor. So, wir drehen das jetzt mal so, dass man direkt vom Eingang drauf gucken kann. Dass einem quasi das Fahrgeschäft schon entgegenkommt. Und den Entrance machen wir dann hier hin. Und den Exit machen wir hier hin. Und die Queue... Die würde ich gerne, weil es hier der Parkeingang ist, würde ich die gerne ein bisschen hübscher gestalten. Und da ist ja auch wirklich, da sind ja der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt, dass man das irgendwie, ne, dass man das irgendwie frei gestalten kann. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass der hier nicht richtig will. Und das ist halt wirklich so ein kleines Problemchen. Dann setzen wir hier nochmal ein bisschen Queue dran. Da kommt auch schon der erste Spaßmacher angelaufen. Geht's vielleicht so? Ja, so geht es zur Not. Ich würde den mal gerne ein bisschen drehen. Den Booth. Den Ticket Booth. Na okay. So, right close. Fahren wir auch mal mit, würde ich sagen. Und zwar in der Hinterkopfkamera wieder. Das habt ihr euch übrigens auch gewünscht. Und es ist ja so, dass ich eure Kommentare regelmäßig dann auch lese und mir zu Herzen nehme. So, und hier Swing, Swing macht es da. Bis jetzt ist das noch nicht so spannend. Gucken, was da noch passiert. Also, was heißt nicht so spannend? Also, ich würde da ja nicht mitfahren. Und der fährt hier... Autsch, ist mir in den Kopf gestoßen. Wir machen es mal in der Ego-Perspektive, wenn ich jetzt wirklich Mitfahrer wäre. Oh, ho, ho, ho! Oh. Oh. Ich habe übrigens in meinem Studio hier was geändert. Besonders wenn ich schreie, könnt ihr das vielleicht merken. Aufmerksame Zuschauer können jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob sie eine Idee haben, was ich hier geändert habe. Ob ihr was wahrnehmt. Da bin ich mal gespannt. Also wir haben hier so eine Riesenschaukel. Sehr schön. Muss ich dir jetzt noch sagen, dass die in Betrieb ist? Ist die Bahn in Betrieb? Nee, hier fahren auch keine Leute mit. Da muss ich jetzt sagen, open. Und auch hier, open, Ride Management coming soon. Und Customizing von den ganzen Teilen auch coming soon. So, jetzt machen wir noch schnell ein bisschen Scenery hier hin, damit ihr auch das schon mal hier in der ersten Folge wieder gesehen habt. Zum Beispiel hier wollte ich eine kleine Fontäne hinbauen, die keine Fontäne ist, stelle ich gerade fest. Und dann bauen wir hier noch ein paar... Ein paar schöne Büsche hin. Gerne mal auch immer in eine andere Richtung, ne, damit es nicht immer gleich aussieht. So. Das ist natürlich ein bisschen beknackter Eingang hier, aber gut. So viel dazu. Ja, und die Leute scheinen sich wohlzufühlen. Und jetzt kommen auch die ersten, die sich hier schon bei den Fahrgeschäften, anstellen. Was hier jetzt natürlich noch komplett fehlt, ist so ein bisschen der Management-Gedanke. Ich kann jetzt sehr schwer einschätzen, ob das mir zur Verfügung stehende Geld dann auch jetzt durch
durch Fahrgeschäfte wieder reinkommt. So, die Shops sind wieder aus. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt habe ich halt die Coaster an und die Shops aus. Shops haben wir aber, glaube ich, beim letzten Mal schon gesehen. Das heißt, in der nächsten Folge bauen wir weitere Attraktionen. Und wieso spreche ich Shops gerade an? Das ist eine Sache, die ich gerne mag. Ja, und mit diesen Bildern hier, wie die Leute diese wunderschöne, spacige Warteschlange mit Springbrunnen hier umschiffen. Warum macht ihr eigentlich nichts? Wäre schon cool, wenn da jetzt irgendwie Fische dort rumschwimmen würden oder so. Naja, verabschiede ich mich von euch in dieser Folge und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten wieder dabei seid. Deswegen gerne ein Abo da lassen, Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr das Spiel vorbestellen wollt, ist auch ein Link in der Beschreibung. Da gibt es ja einmal die Early Bird Phase, könnt ihr sofort spielen. Ist natürlich sehr teuer. Oder ihr wartet und bestellt die normale Version vor, dann ist etwas günstiger. Ich würde empfehlen zu warten, weil auch wenn hier schon irgendwie deutlich mehr drin ist als im anderen Spiel, irgendwie fehlen hier noch so viele Dinge, wo man jetzt nicht automatisch sicher sein kann, dass es dann zum Release auch fertig ist oder drin ist. Wurde sehr viel versprochen. Es gibt ja auch sehr viele Devlogs dazu. Ich bin gespannt, oder wir bleiben gespannt. In der nächsten Folge geht's weiter. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen hier im Planet Coaster. Und dann werden wir mal was ein bisschen komplizierteres probieren vielleicht. Mal gucken. Tschüss!